Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge City Skyline. Ich habe gerade mal geguckt, ob hier hinten noch mal eine Überschwemmung ist, aber es hat sich so langsam im Griff. Hier sind noch so ein paar Ecken, die überschwemmt sind. Die Naturkatastrophe, für die ich gesorgt habe, die hat sich damit wieder gelegt. Super. Alles wunderbar. Hier fehlt Strom, sehe ich gerade. Hier habe ich eine Blindleitung, aber die das sollte sich auch relativ schnell geben. So. Ja, auf jeden Fall passt es jetzt. Ich habe hier erstmal alles für alles wunderbar gesorgt. Was ich so ein bisschen vernachlässigt habe, ist ja eigentlich die Bildung. Bedeutet, hier hinten müssen leider Idioten wohnen. Das werden wir jetzt auch mal langsam abschaffen. So. Ah, und was ich noch vergessen habe. Guter Tipp. Ich muss natürlich mein District wieder ein bisschen erweitern. So, sehr schön, das sieht auch gut aus. So. Strom, warum ist es jetzt wieder weg? Weil das Gebäude sich aufgelöst hat, dann nehmen wir das Gebäude, das löst sich nämlich nicht auf. Und dann passt das. Warum habe ich jetzt... Ah, stimmt, ich hatte ja dem letzten Mal eine mehr gebaut, als ich davon habe. Kann ich mittlerweile denn... Also von den... Sorry, ich denke, rede, Matsch, jawohl. Ich kann jetzt mittlerweile... von denen hier bauen, bedeutet, ich reiße jetzt erstmal hier diese Schrottdinger ab, die nur einen Haufen Dreck produzieren, und gehe auf Kläranlagen. Strom brauchen die Jungs auch noch, aber das sollten wir relativ einfach hinkriegen. Da haben wir nämlich Strom. Wunderbar. So, die zwei jetzt am letzten sollten so viel machen wie die anderen, und es sieht dann halt nicht mehr so aus. Wenn ich mir jetzt mal den Umweltreport angucke, ziemlich widerlich. Ne, also sie sind jetzt auch nicht unbedingt der Stein der Weisen, aber die sorgen halt für eine Pollution von, wo ist es? Null. Purifies 80%, 85%, okay. Okay, ich dachte, dass die... Ah, nee, okay, das wird nicht angezeigt. Ne, ein bisschen lauter, aber dafür 85% Effizienz. Also 85% Reinigungseffizienz. Ne, ist doch gut, kann man mitleben. So, hier fehlen jetzt Mitarbeiter. Warum? Okay. Warum fehlt mir denn Strom? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ah, ha, Strom gekappt. So. Yes, perfekt. So sieht es doch gut aus. So. Okay, Hot Water Pipes können wir dann schon mal ziehen. Da muss ich echt mal gucken, dass ich mehr Idioten züchte. Also ungebildete Bürger. Was man nicht Idioten nennen, aber ungebildete Bürger. So, kann ich ein Krematorium bauen? Oder? Oh ja, ich kann Krematorien bauen. Auch ganz nett. Das bauen wir da hinten hin. Yay, Zufriedenheit. Ja, das könnte so ein bisschen noch eine Schwierigkeit werden. Die laufen einigermaßen. Die brauchen nämlich, jawohl, die haben genau das, was sie suchen. Arbeitslosigkeit sieht aber ganz gut aus. 94% der Bürger sind, ja, haben einen Job. Dann kann man leben, kann man arbeiten. Oh, Large Advanced Krematorium. 800er Kapazität für 2600. Upkeep 720 für 100. Okay, ist jetzt nicht ganz in der Waage, aber das sieht halt, das sieht schick aus. Muss ich mal überlegen, ob ich das noch baue. Da habe ich, ah, das sieht aus wie ein Krankenhaus, okay. Ah, ganz nett. Wenn man nicht mehr weiß, was mich alles runtergeladen hat aus dem Workshop. Vorbekleidung können wir da hinstellen, aber ich mag nicht, dass die das hier nichts anzeigt. So. Ja, die Stadt sieht doch ganz nett aus. Not enough customers. Ja, okay. Wo ist euer Problem? Haben wir hier eigentlich auch eine Straßenbahnverbindung? Ja, haben wir. Hier hat man jetzt gar keine Straßenbahn reingesetzt. Genau, das ist einfach nur eine normale Straße. Ja, das passt. Das ist okay so.
habe immer noch Wachstum. Ich bin jetzt einmal runtergeschnellt an der Stelle, ne? Also. Ah ne, Small City war 11.000. Ah ja, doch, hier, ich war bei über 16.000. Bin jetzt einmal ganz kurz runtergeschnellt, einfach weil ich die Hälfte der Gebäude abgerissen habe aus ziemlich Langeweile. Hier kommt dann auch bald die Solar Power Plant. Das wird dann nochmal sehr, sehr interessant. Ja, jetzt müssen wir so ein bisschen. Ja, Geld haben wir, warten, müssen wir schon. Ah, ich könnte aber mal hier ein bisschen was an. Generell an Parks setzen. Ne? Also, da habe ich ja relativ wenig momentan am Start. Mal insgesamt für ein bisschen Zufriedenheit sorgen. Na, gucken, dass ich nichts habe, was irgendwie für Touristik sorgt. Touristik wäre dann jetzt nicht unbedingt, dass ich das haben will. So, da brauchen wir noch eine Hüpfburg hin. Da brauchen wir noch mal was hin. Hier können wir mal Parkhäuser bauen. Parkhäuser sind ganz praktisch, sorgen für gute Stimmung, insbesondere in Industriegebieten. So, perfekt. Dann noch so ein paar kleine Parkanlagen. Boah, also eine kleine Parkanlage hätte ich gern. Small Playground, sowas hier. Oh, da ist ein Stein. Ja, da kann man es natürlich hinbauen. So. Happiness sollte sehr, sehr gut aussehen. Ja, hier sieht es im Großen und Ganzen auch ganz gut aus. Hier hinten. Industrial, die sind nicht ganz so happy. Den fehlen wahrscheinlich. Ja, den fehlen halt einfach die Arbeiter, ne? Not enough workers. Die brauchen halt unemployed worker. Uneducated worker. Und davon habe ich nicht mehr allzu viele, weil ich schon Schulen gebaut habe. Wenn ich jetzt mal ganz kurz aufs Bildungsniveau gucke. Ja, hinten ist noch oder wenig, also hier werde ich relativ wenig Leute ausbilden, muss ich ganz ehrlich sagen, sonst kriege ich ganz, ganz schnell ein Problem. Also hier werde ich wenig Schulen anbauen, dass ich an der Stelle meine die Anforderungen von der Industrie einfach decken kann. Ne? Also ich habe ja hier vor auch nochmal Industrie im Sinne von Landwirtschaft hinzubauen, die brauchen genauso wenig educated Nasen, also ausgebildete Menschen, stark, gut ausgebildete Menschen, ne? 96% wird besser. Ja, den Zweifel können wir halt hier arbeiten. Könnte ich mal noch einen Block davon nehmen wir noch mit dazu. So, hat die eigentlich irgendwie Terms in Use? Okay, es gibt 100.000, von dem her alles gut. Da werde ich nicht mit, nicht zu kurz kommen. Bei Gelegenheit werden wir dann aber auch. Ah! Ja genau, das könnte ich mal noch überlegen. Der Verkehr ist mittlerweile wunderbar. So, was ich noch überlegen könnte, wäre Cargo Train Terminal. Komme ich auf Gleise? Ja, ich komme hier direkt auf Gleise sogar. Allerdings muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich das halbwegs clever baue. Hier wäre, glaube ich, keine gute Idee, es hinzubauen. Also ich werde es auch schon mal gar nicht an die Straße bauen. Okay, ne, also schon, wenn ich das, ne, ich könnte das. Wie muss ich denn das Ding überhaupt setzen? Ja doch, einfach so eine Straße oder wie? Da würde ich es wahrscheinlich hier irgendwo hinbauen wollen. Oder eben hier irgendwo hinbauen wollen. So, ich will mal gucken, ob ich mir damit einen Bärendienst erweise oder nicht. Das müssen wir dann einfach mal testen. Auf jeden Fall brauche ich dann hier eine Schiene nach da. Und nach. In die Richtung. So. Gucken, ob das funktioniert. Ja, sollte eigentlich, mache in erster Linie, wenn dann Sorgen darum, dass ich hier einen riesigen Verkehrsstau
Verkehrsstau produziere, weil hier kommen ja dann auch LKWs raus. Die ballern dann hier raus, fahren dann hier hin und fahren dann hier rüber und sorgen dann hier für Stau und lauter so Zeugs. Da habe ich mal gucken, ob das funktioniert oder nicht. Ich hoffe doch mal. Schauen wir uns in 5 Minuten einfach nochmal an, wie das so läuft. Strom funktioniert immer einwandfrei. Sorry, muss mal ganz kurz muten, sonst hätte ich euch voll ins Mikrofon genießt. Wäre etwas unfreundlich gewesen. So, hier haben wir eine wie nennt sich das gute Ding? Disable Traffic Light. Traffic Lights. Hier haben wir eine Ampel, die wollen wir hier nicht. Wir wollen hier keine Ampel, wir wollen hier keine Ampel und wir wollen hier auch keine Ampel. Und da ist hier eine Ampel. Und hier wollen wir eigentlich auch keine Ampel. Braucht kein Mensch. Also Ampeln sind in dem Spiel total schwachsinnig. Oh ja, hier das wird sehr, sehr gut genutzt. Mal ganz kurz hier hingehen und auf die Straßenbahn. Die grüne. Ah, okay, die Jungs, die fahren hier alle schön da rein. Wunderbar. Wir wollen shoppen gehen, die Leute. Kann ich... Oh, hier ist ganz schön Traffic, Jungs. Hier erstmal wieder die Ampel wegmachen. Also hier der Verkehr gefällt mir gerade gar nicht. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen arg viel. Die Ampel hier gefällt mir nicht. Kann ich denn die Modify Line? Vehicles on this line. 3. Oh, nochmal 4 dazu. Ja, also hier ist ja echt Druck auf dem Kessel. Da kann man ein bisschen mehr tun. So, jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich hier diese Straße wegmache. Ich will eigentlich nicht, dass die alle hier drüber durchfahren. Mal gucken, wo wollen die denn überhaupt hin, die hier durchfahren? Überall hin. Come from everywhere, go everywhere. Okay. Wenn ich jetzt hingehe und modifiziere das auf eine reine... Gibt es hier nicht irgendwo... Gab es nicht irgendwo eine reine Tramstraße? Also... Genau, sowas hier. So, mehr will ich eigentlich gar nicht. Ich will hier nur Straßenbahn fahren haben. Und verlagert sich der Verkehr nämlich dahin. So. Ja, komm her, Analyse. Hier wollen nämlich ganz viele darüber. Und da wäre nämlich die Überlegung, ob ich da nicht einfach sage, ich mache hier zweispurige Straße mit Grünstreifen an der Seite. Mit der Bicycle Lane, genau, sowas nehmen wir doch glatt. Ich mache hier den Bypass hin. Um den ganzen Quatsch hier so ein bisschen zu entlasten. Hier ist mir zu viel Verkehr. So. Geht schon wieder los, das Verkehrsgedoktere. Ich glaube, 90% des Spiels sind einfach nur Verkehr am Laufen halten. So, aber damit ist das hier schon mal deutlich besser. Das hier wird auch genutzt. Das ist also auch okay. Gucken, dass es hier nicht zu sehr staut. Tote werden hier oben entsorgt. Alles gut. So, dann haben wir hier noch irgendwo Ampeln stehen, die ich nicht haben will. Kann
nicht eine Richtlinie dagegen entlassen? Irgendwas mit Heavy Traffic oder so? Mal gucken. City Planning. Highway Span. Nee, brauchen wir nicht. Service. Net Taxation ist es definitiv nicht. Wir gehen mal ganz kurz weg. Pet Ban, warum man auch immer sowas tun sollte. Also wir machen auf jeden Fall Free Public Transport. Genauso wie hier. Auch Free Public Transport. Habe ich jetzt Taxation, City Planning, Heavy Traffic Ban habe ich hier. Hier oben kann ich Heavy Traffic Ban, das funktioniert nicht. Und Heavy Traffic gilt nur für LKWs. Das bedeutet nicht, dass die Jungs weniger fahren. Okay. Ja, mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Das löst sich ja jetzt gerade so ein bisschen auf. Sieht schon deutlich besser aus. Die nutzen das aber auch nicht. Jetzt sag mal ganz kurz gucken. Die fahren jetzt hier nicht ständig auf die Autobahn. Nee, das machen sie nicht. Okay, das ist schon mal gut. Das will ich nämlich ganz gerne vermeiden, dass hier alles auf die Autobahn rast und quasi dann hier alles zustopft. Ja, das hier sieht ganz gut aus. Der scheint sich. Sind die 5 Minuten rum? Jawohl, 6 Minuten sogar rum. Der scheint gar nicht so schlimm zu sein. Der Gütertransport, das gefällt mir auch schon mal ganz gut. Hier hinten gibt es Tote zu beklagen, die mal wieder nicht abgeholt werden. Da hinten mal noch ein Krematorium hin. Hier werden die Toten wieder eingesammelt. Passt perfekt. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Oh, hier fehlt Feuer. Ah, nee, hier fehlt nicht Feuer. Feuer ist da. Hier fehlt eine Feuerwehr. Das sollte man auf jeden Fall noch eine Feuerwehr hinsetzen. Gut. So, wunderbar. Einwohner ist immer so ein bisschen. So, jetzt könnte ich endlich wieder nachsetzen beim Thema Einwohner. Nee, Pinsel. Zack. So, dann bauen wir wieder einen Strahl nach dem anderen schön aus. Kann dann irgendwann mal sein, dass wir mit der Fläche in der Fächerstadt nicht hinkommen, sodass ich dann doch nochmal nochmal höhere High Residential, nee, wie heißen die Dinger? High Density Residential noch einen Ring näher ziehen muss. Da muss ich mal schauen, wie wir damit hinkommen. Aber so sieht es im Moment ganz nett aus, muss ich sagen. Das passt soweit wunderbar. So, Verkehr löst sich auf. Das ist doch auch super. Dann habe ich hier Feuer, Feuer, Feuer. Ja, Feuer ist da. Oh, Polizei. Das sollten wir auf jeden Fall noch tun. Normales Polizeirevier hier hinten reinsetzen. Und wo setzt man das hin? Ne, da haben wir immer das Problem. Da setzen wir das doch hin. So, wunderbar. Ja, hier werden die Gebäude auch moderner. Sieht schick aus, das Viertel. Ja, hier hinten so nach wie vor mein Sorgenkind. Also mit der Industrie. Ja, irgendwann wird es halt eng mit den Leuten. So. Aber daher können wir hier nochmal. Zack. Nochmal sowas dahinsetzen. Wunderbar. Ja, die Fächerstadt, also das finde ich ein ganz, ganz hübsches Konzept. Ja, der erste Versuch des Ganzen, normalerweise war ich auch immer der eher so die nur Blöcke gebaut hat. Für Industrie und sowas finde ich das nach wie vor sinnvoll, aber für eine Stadt ist das irgendwie unschön. Da ist das ja eigentlich ganz schön. Oh, genau, das ist für ein schickes Häuschen. Ja, schick, schick. Bist du was? Low Density Residential Building. Ja, ganz nett. Kratzen hier auch viele schon oder sind sogar schon auf dem höchsten Level. Oh, da hat jemand aber Kohle. Da hat jemand echt Kohle. Ja, das sieht ganz cool aus. Das sieht alles ganz gut aus. Na, hier werde ich dann eher mal die einfache Landbevölkerung haben. Was ich dann noch brauche, was so das nächste größere Projekt wird, kommt dann aber in der nächsten Folge, ist U-Bahn. Und zwar Straßenbahn gut und schön. Was ich aber ganz gerne hätte, ist so eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Also hier aus dem Center raus, hierhin, hierhin und hierhin. So eine Linie, die einfach nur alle vier großen Distrikte miteinander verbindet. Oh, warte, da können wir auch mal noch ein separates Distrikt draus machen, einfach nur der Vollständigkeit halber.
Was können wir hier machen? Taxation, Taxways. Kohle haben wir mehr. Kohle läuft, also Kohle ist nicht das Problem. Industrials allowing to work even more efficiency, but overlooking a few work safeties. Nein, das machen wir nicht. Keep, bla bla bla, Services hier. Textways for offices. Nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, oder? Was bringt das? Ist bei Textway bei 2%? Nö. Oh. Das wollten wir nicht machen. Recycling können wir denen mal noch geben. Smoke Detector können wir denen mal noch geben. Water and Power Usage kriegen die mal so ein bisschen. Kostet, glaube ich, mehr, ne? Ja, kostet mehr, aber das ist okay. Grüner Gedanke und so weiter. Ja. Dann ist. Warte, das machen wir hier aber auch mal noch. Auch wenn es hier richtig ins Geld geht. Ne? Also, wenn ich jetzt hier Power Uses, Water Usage und Smoke Detector. Achtung! Und Smoke Detector. Das kostet aber richtig Geld. Gucken, wo kommen wir raus? Kommen wir im Plus raus? Boah, nee, das machen wir nicht. Das war gut sein. Das war gut sein. Ja, geht wieder hoch. Okay, sehr gut. Ja, alles wollen wir dann doch nicht rausgeben. So, super. Aber dann, wie gesagt, wir sind am Ende einer Folge. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann. Ciao, ciao.